Hi meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute mal was Neues ausprobiert und zwar meine erste Cut Crease. Wer mich kennt, der weiß, dass ich natürlich keine normale, natürliche Cut Crease mit nur Brauntönen oder sowas mache, sondern ich mache halt eben was Ausgefallenes. Und deswegen dachte ich mir, ich mache eine Regenbogen-Cut-Crease. Ich weiß, es ist gewagt fürs erste Mal, aber ich glaube, ich habe mir genug Tutorials angeguckt, damit ich weiß, wie das funktioniert. Wie ich das gemacht habe, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Zuerst nehme ich aus der BH Cosmetics 120 Color Palette einen Braunton und setze ihn in die Lidfalte. Dann nehme ich den Mary Luminizer und setze ihn unter die Augenbraue. Und außerdem in den Augeninnenwinkel. Dann nehme ich einen Rotton aus der BH Cosmetics Palette und kreiere mit verschiedenen Farben dann quasi einen Regenbogen auf dem nicht beweglichen Lid. Dann nehme ich Orange, dann einen Gelbton, dann einen Grünton dann einen Blauton und ja, während ich das aufgetragen habe, habe ich auf dem anderen Auge nochmal die Farbe intensiviert. Dann nehme ich einen lilanen Ton und einen rosanen Ton. Und dann verblende ich das nochmal ein bisschen am oberen Rand mit dem Pinsel, mit dem ich auch den Braunton aufgetragen habe. Dann nehme ich meinen Manhattan Concealer, nehme einen ganz, ganz dünnen Pinsel und zeichne über meinem beweglichen Lid, fast in der Lidfalte, einen Strich auf, der dann quasi den Cut in der Crease darstellen soll. Dann fülle ich das komplette bewegliche Lid mit Concealer auf. Und versuche es mit dem kleinen, dünnen Pinsel etwas zu verblenden und habe dann letztendlich aber doch einen Finger zum Eintupfen verwendet. So matscht das auch alles nicht so rum. Dann nehme ich den Cindy Luminizer und gebe ihn auf den hinteren Teil meines beweglichen Lides. Und dann nehme ich die The Balm Appetit Palette, meine Lieblingspalette zurzeit, und verwende den Ton Hate R. Tots und setze diesen Ton auf den inneren Teil meines beweglichen Lides. Dann nehme ich wieder den Mary Luminizer und gehe nochmal in den Augeninnenwinkel, um das Highlight noch ein bisschen zu verstärken und verblende es auch ein klein wenig mit dem Rot. Dann nehme ich meinen Liquid Eyeliner von Catrice und zeichne mir einen Lidstrich mit einem relativ langen Wing. Und mit dem Liquid Eyeliner gehe ich auch nochmal unter meinen unteren Wimpernkranz und zeichne da ca. bis zur Hälfte des Auges. Dann nehme ich einen Essence Kajal Stift und zeichne mir damit die obere Wasserlinie und die untere Wasserlinie nach. Dann nehme ich meine falschen Wimpern von Ardell Cosmetics und nehme einen Wimpernkleber von Fingers und befestige mir somit meine falschen Wimpern. Dann benutze ich den Lidschatten Mac & Cheese aus der The Balm Appetit Palette und setze ihn unter den unteren Wimpernkranz. Und dann tusche ich mir noch die Wimpern mit einer Mascara von Essence. Und so sieht das fertige Augen-Make-up aus. Jetzt kommt noch ein bisschen Highlighter im ganzen Gesicht, denn Highlighter muss sein, ohne kann ich nicht. Und dann nehme ich natürlich den Mary Luminizer, das ist mein absoluter Lieblings-Highlighter. Dann nehme ich den NYX Liquid Suede in Stone Fox und gebe ihn auf meine Lippen.
Und dann nehme ich natürlich das Dewy Finish von NYX und setze mein Make-up. Ja, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann natürlich einen Daumen nach oben da lassen und abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Natürlich würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr das Video teilt, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich meine Grundierung gemacht habe, das findet ihr in der Infokarte. Denn ich habe ein Routinevideo gemacht, damit ich das nicht jedes Video neu aufzeichnen muss. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bye, bye!